Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen LS15-Projekt mit dem Freezy zusammen. Hallo. Und zwar auf den Santaler Alpen. So heißt nämlich die Map. Und ich hänge hier am Stuhl jetzt nicht mehr. So, hier der. Ja. Oh, Freezy, hast du schon die Würste und die Steaks aufgelegt? Ja, ich dachte mir, bevor wir anfangen, erstmal was essen. Eine kleine Stärkung ist immer gut. Ja, einige wundern sich vielleicht. Was? Auf einmal Santaler Alpen, was ist denn hier los? Wo ist Hof Bergmann und so weiter? Wo ist Randy? So einfach so ein paar Fragen, die natürlich offen sind, die wir kurz beantworten wollen. Und zwar, Randy hat, also erstmal Punkt 1, warum ist Randy nicht dabei? Ganz einfach aus dem Punkt. Randy hat keine Lust auf ein weiteres LS-Projekt erstmal, der will da ein bisschen kürzer treten, was das betrifft, und ist nach wie vor bei Ackendorf dabei. Hof Bergmann, hat er gesagt, macht er noch mit bis zum Schluss. Hof Bergmann ist jetzt erstmal beendet, da wären jetzt die nächsten, Ja, und hat gesagt, aber, also wie gesagt, der Randy hat gesagt, dass er dann erstmal kein neues Projekt mit anfängt. Was aber nicht schlimm ist, nach anderthalb Jahren kann man auch einfach mal eine Pause machen vom LS15, ne? Aber wir machen natürlich hier so eine kleine Map für euch weiter. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, warum kein Hof Bergmann mehr? Hof Bergmann, über 130 Folgen waren es jetzt im Endeffekt gewesen. Ihr habt gesehen, wir waren in den letzten Folgen selbst ein bisschen rat- und planlos gewesen. Wir hätten natürlich... Ja, ganz viele Sachen noch machen können, also mit den Tieren da rumwursteln und mit Holz rumwursteln, das haben wir auch noch nicht gemacht und so weiter und so fort. Da wären noch ein paar Möglichkeiten gewesen, allerdings ist es eben so, dass wir fast alles gezeigt haben und ja, und ein bisschen die Ideen und die Lust auf diese Map vergangen sind. So, einfach wieder was Neues machen, ne? Nach über 130 Folgen ist das, denke ich, auch nicht das Problem. So, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Hof Bergmann jetzt erstmal einzustampfen und halt eben dieses Projekt hier ins Leben zu rufen, Santaler Alpen. Ist ein Projekt, was mit Sicherheit auch keine 200 Folgen gehen wird oder sonstiges, aber wir fanden die Landschaft und die gesamte Map so dermaßen geil, dass man gesagt hat, wer bellt denn hier? Der Hund. Ja, wo denn? Ja, der backt hier ein bisschen rum, der verschwindet manchmal Ach, da. Und dann ist er wieder da. Ach hier, lustig. Der war wow. Ja, dass wir eben gesagt haben, die wollen wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Es gibt einige Wirtschaftszweige hier, also wir haben zum Beispiel Bäckerei, wir haben eine Mühle, wir können Mehl produzieren, Bäckerei, wir können Obst produzieren, wir können Gemüse produzieren, auch hier haben wir wieder eine Viehzucht. Wir haben viele verschiedene Sachen, wir können ein bisschen in die Forstwirtschaft gehen. Es ist eine Map, welche relativ klein ist, welche ultra wenig Felder hat, also wenn man hier einfach mal mit 9 die Karte öffnet, und dann seht ihr, werden gar keine Felder angezeigt, sondern nur irgendwelche Kürzel, ne? Und die stehen dann eben beschrieben, wie zum Beispiel der Obstverkauf, Gemüseverkauf, Verkaufshalle allgemein, Düngerproduktion, Heizkraftwerk und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen, was man eben hier machen kann. Und wir haben uns auch schon einen kleinen Plan zurechtgelegt. Wir wollen nämlich zuerst die Mühle bedienen und wollen quasi die Bäckerei ein bisschen in Schwung bringen und so weiter und so fort. Und da müssen wir ein paar Sachen auf jeden Fall schon mal machen. Ist auch eine Karte für kleine bis mittelgroße Maschinen. Das ganz große Zeugs werden wir hier alles nicht brauchen. Mods haben wir auch nicht allzu viele drauf. Wenn wir hier mal durchswitchen, wir haben hier einen Steyr drauf. Wir haben den Case Puma drauf. Haben einen Lamborghini drauf. Dann haben wir Frontladerkonsolen drauf. Dann haben wir Absatzrahmen für Obst, Gemüse und so weiter, für sämtliche Sachen eben hier noch drauf. Dann haben wir den Rosenthaler Emsland als Anhänger drauf. Wir haben das Fortuna-Pack drin. Und wir haben noch einen Absatzrahmen Wassermilch. Und wir haben die Viehtransporter-Geschichte. Und das ist eigentlich erstmal alles, was wir hier an Mods drauf haben. Gibt's nichts in der Videobeschreibung oder sonstiges, was die Mods betrifft. Ganz einfach aus dem Grund, einfach auf Mod-Hoster gehen, Santaler Alpen raussuchen, und dort stehen die ganzen Mods, die wir hier haben, auch unter empfohlenen Mods mit drin und sind auch verlinkt und so weiter und so fort. Und dann wäre es, ja, wie gesagt, ich denke, das kriegt jeder selber hin. So, aber was wollen wir machen? Wir haben die Karte, sage ich mal, hier ein bisschen untergliedert. Wenn wir jetzt mal so Nordwesten schauen auf der Karte, dann haben wir SWH, SHKW, das ist die Holzgeschichte. Da haben wir quasi das Sägewerk,
Oder so eine Art Sägewerk. Nee, Sägewerk, klar, auf jeden Fall. Haben Hackschnitzel in stationären, haben ein Heizkraftwerk und so weiter und so fort. Hier, wo wir die Punkte sehen, auf der Karte, da ist der Hof und der Fahrzeughändler. Und dann da unten, da wo die ganzen vielen Abkürzungen stehen, das ist dann da hinten im Tal. Dort ist wie ein kleines Dorf und da sage ich mal, werden wir uns jetzt erstmal die größte Zeit aufhalten. Hier links haben wir dann noch die BGA und verschiedene Milchproduktionen, wie wir können auch Käse herstellen und Buttermilch und solche Geschichten eben, ne? Dazu brauchen wir aber erstmal Tiere und generell eben Milch. So sieht es erstmal aus, Genau. lieber Freezy. So, was haben wir noch hier am Hof? Wir haben ja auf jeden Fall am Hof erstmal noch ein Gras- und Strohlager, ne? Das haben wir erstmal hier. Da könnt ihr das schön einlagern. Dann haben wir hier hinten noch einen Silagebunker oder ein Silagelager. Ich glaube, das ist ein Lager. Genau. Nee, Füllstand verdichten? Nee, es ist ein Bunker. Also hier können wir direkt Silage herstellen. So, und so weiter und so fort. Es ist ein ganz kleiner Mini-Hof. Wir haben noch ein Windkraftrad. Das, glaube ich, bringt uns aber nichts. Jedenfalls kein Geld. Wir haben hier eine super geile MZ oder ETS oder was das ist. Die ist Habe ich echt mir auch schon nice. angeguckt. Die ist echt cool. Sieht aus wie eine 150er ETS oder sowas. Naja, egal. Ja, hier haben wir die Hühner. Ne? Wasser und Weizen können wir die hier versorgen. Können quasi ein paar Eier aufsammeln, können die verkaufen und so weiter und so fort. Und dann geht es eben hier runter. Und hier ist es so, ihr startet mit einem Traktor und je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad ihr auswählt, je nachdem habt ihr eben Geld zur Verfügung, was ihr dann einsetzen könnt für Geräte und Maschinen. Hier haben wir zum Beispiel eine Fahrzeughalle und zeitgleich eben auch den Händler, hier den Direktverkauf auf dieser kleinen grünen Fläche. Und das sind so die ersten Standardgeräte, die wir uns eben erstmal zugelegt haben. Wir hatten 250.000 Startkapital plus den Traktor hier, ne, den Fortis. Und ja, 31.000 haben wir jetzt noch übrig. So sieht es erstmal aus. Und ich überlege gerade. Ach, siehst du, wir hätten eigentlich den Rotzelmech kaufen sollen. Mich. Obwohl, der ist ziemlich teuer. Ne, das wäre mit dem Geld nicht ausgegangen. Schade eigentlich. Ja. Und haben uns jetzt erstmal hier ein paar kleinere Maschinen gekauft. Wir spielen auf hart, also auf schwer. Ja, und so sieht es erstmal aus. So, und jetzt würde ich sagen, fahren wir den ganzen Grimmskrams erstmal von A nach B. Man muss noch was sagen, und zwar, es gibt hier kein Saatgut. Ne? Doch, Dünger. falsch. Es gibt Saatgut, aber es gibt keinen Dünger. Genau. Das ist ein kleines Problem, denn Dünger müssten wir erst herstellen, beziehungsweise müssten mit Mist oder Gülle düngen. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten jetzt hier hinkriegen oder wie das am besten eben wird. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist erstmal hier den Frontlader mitnehmen, obwohl ich fast glaube, dass wir den gar nicht brauchen. Durch den Anhänger. Durch den Anhänger. Was? Wir sollten uns vielleicht noch eben schnell einen Ladewagen holen. Oder Strom. Ja, da müssen wir auch mal schauen, wie wir das am besten machen. Kannst du vielleicht die Sämaschine anhängen? Dann ist ein bisschen. Achso, machst du sowieso. Ja, warte mal, gib mir mal den Grupper. Den Grupper. Okay. Und du kannst ja die Sämaschine bitte erstmal oben direkt auffüllen. Ja. Am Händler. So. Soll ich den Hänger mitnehmen? Ja. Kannst du machen, ja. Brauchst aber dann eh noch dein Gewicht. Ja, das komme ich gleich holen. So, und dann fahren wir hier einfach mal so ein bisschen über die Map, schauen uns schon mal ein paar Sachen an und ja, gucken einfach mal, was es hier Schönes gibt. So, es ist das erste Mal übrigens, dass wir über die Map fahren und nicht fliegen, weil wir haben uns die natürlich erst. Oh, lol. Komm nicht hoch. Was? Ernsthaft jetzt? Ah, doch, jetzt. Hab hier Allrad angemacht. Ja, wollte ich gerade sagen. Das wäre hart. Aber der Bei Kleine hier welchem hat auch Feld ganz schön willst zu tun, ey. Alter Vater. du? Bei welchem Feld willst du gleich anfangen? Ach so, ja. Moment. Sagt man das jetzt, wa? Was war denn das jetzt gerade? Sah gerade aus, als ob meine Achsen gebrochen sind. Hast ja auch so ein kleines Pissding da, du. Das ist ja lustig. Ja.
Ich würde sagen, wir fahren erstmal, wie gesagt, runter zu den Feldern im Dorf. Ja. Das sieht man nicht viel. So. Wie viel FPS hast denn du? 30. 60 jetzt. Ich habe 20. Das ist ein bisschen verdächtig wenig, sehe ich gerade so. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ja. Also jetzt fahre ich runter vom Hof und jetzt geht's hoch auf 50, von 30 auf 50. Hm. Jetzt wieder runter. Na gut. Ja, aber auf jeden Fall mal diese wunderschöne Landschaft. Ihr seht's, mit Feldern ist hier nicht viel. Hier rechts haben wir übrigens eine Verkaufsstelle. Ich weiß gar nicht für was. Warte mal, rechts, das ist GV. Stand für Geschlechtsverkehr. Nee. GV war... Ach, Gemüseverkauf, genau. Da ist der Gemüseverkauf. So. Aber es ist wirklich eine wunderschöne Map. Also es ist wirklich wunderschön gemacht. Auf jeden Fall ist schön, ja. Hier gerade mit diesem Wasserfall da auf der linken Seite und alles. Und ja, sehr detailliert. Richtig schöne Landschaft zeigen. Ja. So eine richtig kleine Wohlfühl-Map. Aber da müssen wir natürlich mal schauen, wie gesagt, wie lange wir uns jetzt hier rumtreiben. Wir können euch nicht versprechen, dass das ein ewig langes Projekt wird oder sonstiges. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir uns hier auf der Map so gut wie alles anschauen werden. Also das steht fest. So. Das Einzige, wo wir ein bisschen nicht wissen oder ein bisschen ratentatlos sind, vielleicht weiß das einer von euch, wir haben hier absolut überhaupt gar keine Preise. Stimmt. Lagerbestand haben wir natürlich auch keinen aktuell. Aber wir haben eben, wie gesagt, auch überhaupt keine Preise. Also das ist ein bisschen komisch. So, und jetzt müssen wir uns hier mal die ersten Felder suchen. Die sind nämlich hier vorne irgendwo. Bist du auch auf dem Weg? Hier ich runter? Bin auf dem Weg. Mit Hänger und Sämaschine. Sehr schön. So. Ihr könnt uns ja definitiv mal in die Kommentare schreiben, erstens, wie ihr die Map findet und ob ihr die vielleicht auch schon gespielt habt, was vielleicht so die ersten Anfangsschritte sind, wie man am besten startet und so weiter und so fort. Also einfach so ein paar Tipps und Tricks, wenn ihr meint, dass ihr was Gutes für uns habt. Wenn nicht, dann seid einfach ruhig. Nein, Spaß natürlich. So, und jetzt fahren wir mal, oh shit, uns hier fest. Scheiße. Ich habe mich festgefahren, Füsi. Ich bin gleich da. Bist du die Kirche hochgefahren? Nee. Doch. Bist du da zur Kirche hochgefahren? Einfach mal geradeaus durch. Nee, nicht hoch. Links. Alles klar. Jetzt habe ich mich aber auch schon wieder so herrlich doof aufgebockt. Oh, oh, oh. Komme, dann hole ich dich da raus. Ich sehe dich da hinten. Das ist unglaublich. Hier ist die Düngermaschine. Ich fahre alle Schilder um. Warum? Weiß ich nicht, weil die im Weg stehen. Ja. Gar nichts gebracht? Nicht wirklich. Ich hänge auf so einem beknackten Pfosten. Ach, scheiße. Ja, fahr mal da so ran. Oh! Oh. Ja, nochmal. Oh Gott. Jetzt! Ich bin frei. Ich hab so das Gefühl, dass diese Gruppe für dieses Gerät hier zu schwer ist. So, warte mal, hier drüben haben wir eine Unterstellhalle für Sie, da können wir das direkt mal abstellen. Ja. So, weil hier haben wir nämlich auch unsere Felder. Verdörren haben wir ausgemacht. Hast du das aus, ja, ne? Ich hab's ausgemacht, ja. Ah. So.
Okay, die Felder sind ein bisschen so angelegt, dass man sie auch zusammengruppern könnte. Zusammenflügen könnte. Also das würde auch gehen, ne? Müssen wir mal schauen, bei welchen Feldern das eben Sinn ergibt. So, dann schnappen wir uns mal. Du kommst ja mit dem Traktor nochmal hoch, oder? Ja, ich muss mein Gewicht noch abholen und... Da, was steht denn noch da? Nix. So, ja. Ja gut, die Frage ist, ob wir uns jetzt gleich noch einen kleinen Sammelwagen holen. Das Geld hätten wir, 27.000. Ich würde es fast vorschlagen, damit wir Kompost machen können. Ja. Für Kompost brauchen wir nämlich Gras oder Stroh. So, ich habe einen gekauft. Kannst du den auch noch mitbringen? Hab ich. Ich fahre ja mit dem Drescher mal runter. So, ich komme hoch. Und dann geht's los. Aber dazu, meine lieben Freunde, natürlich in der nächsten Folge mehr. Wir sehen uns quasi morgen wieder. Ja, lasst das Däumchen da, wenn euch die Map gefällt, wenn ihr die Map sehen wollt, wenn ihr mit mir und Füßi das Ganze sehen wollt. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet und bla bla bla. Ne? Ihr kennt das ja, so ein bisschen Motivation hier für uns. Na gut, dafür sind wir erstmal raus. Schaut bei Füßi vorbei, alles unten in der Videobeschreibung. Und ja, bis dahin, tschüss. Tschüss.